Ja? Anti-autoritäre Erziehung. Das ist vollkommener Schwachsinn. Wir brauchen, ich meine, Sie wissen das, Wissenschaftler, Ärzte, Psychologen und auch meine Oma, ja, die haben alle gesagt, Kinder brauchen Grenzen. So, und Grenzen sind dann aber keine Schlagbäume zwischen Bayern und Österreich, irgendwelche Eingriffe ins Hirn, dass sie manipuliert werden und demnächst dann als Attentäter da draußen nur herumlaufen. Nein, Grenzen sind Orientierungshilfen. Ganz einfach, Herdplatte heiß, nicht drauf fassen. Gute Grenze, gute Grenze. Ja, Auto fährt mit 80 durch die Spielstraße, nicht loslaufen, warten, bis es vorbei ist. Schaufel auf Kopf von anderen Kindern, nicht machen, nicht machen. Das sind gute Grenzen. Ja, aber anti-autoritäre Erziehung bedeutet ja im Grunde genommen nur, ja, mach halt. Ja, sie geben auf, sie geben auf. Sie züchten sich kleine Egoisten heran. Und sehr interessant, Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, Psychologen haben das analysiert, und die haben gesagt, Kinder, die anti-autoritär erzogen werden, neigen dazu, später autoritären Führern zu erliegen. Tatsächlich wahr. Die suchen auf einmal Führung, weil sie die ganze Zeit keine Meinung, keine Position vorgelebt bekommen haben. Das heißt, führ mich ins Glück, denn ich weiß nicht, wie es geht. Ha! Ein Schelm, wer jetzt an die Politik denkt. Ja? Vielleicht hätte es einfach mal bei Höckes zu Hause beim Frühstückstisch eine Ansage geben sollen. Mein Lieber, ja? Wir grüßen ihn mit Guten Morgen und nicht mit Heil Hitler. Ich sage Ihnen eins, ich bin gegen Obergrenzen, sonst noch Grenzen, nationale Grenzen oder sonst noch was. Aber wenn es um unsere Kinder geht, bin ich für Grenzen. Seien Sie für Kinder, das ist der einzig richtige Weg. Dankeschön.